So, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Und ihr wisst genau, wenn wir zum Strich laufen, dann ist mächtig was los. Denn heute ist Samstag, 22. September, glaube ich. Und heute ist Community Day mit dem Pokémon Endivier, was aussieht wie so ein kleines Tic-Tac mit einem Blatt auf dem Kopf. Und wir gehen jetzt zum Taxi. In passender Arbeitskleidung. Wir sind jetzt angekommen am Ziel und natürlich erstmal eine kleine Stärkung. Da gibt es erstmal ein paar Getränke. Und wir holen uns noch eine Bratwurst, bevor wir loslegen. Und dann steht im Ganzen nichts mehr im Wege. Da ist richtig dick. Hui! Kommt der Bus, der Schmetterling. Habt ihr schon mal so einen schönen Schmetterling gesehen? Oh, ist der toll. Der rauchende Bob. Was sagst du dazu? Wozu? Genau, und jetzt holen wir uns eine dicke Bockwurst. Ne, die gibt's ja gar nicht mehr, aber eine Bratwurst wird schon gehen. So, willkommen zurück. Es hat angefangen natürlich, wie ihr seht, es ist 11.01 Uhr, also eine Minute. Läuft es schon, jetzt sitzt zwar nichts hier, aber wir werden natürlich erstmal den Ton ein bisschen leiser machen. Na, wir werden erstmal ein Glücksei einwerfen, weil es gibt ja dreifache Erfahrungspunkte. Mit Glücksei dann also sechsfache Erfahrungspunkte und natürlich ein Sternstück zünden. Alter, was ist? Willst du in meinen Rucksack kriechen? Und da geht's doch los. Seht ihr die ganzen Tic-Tacs überall verteilt. Leider kein Shiny, aber wer das erste hat, der ruft natürlich einfach wieder, dass wir die Live-Reaktion drauf haben. Und dann werden wir die Kamera ausmachen, so laufen, das wieder zusammenschneiden, wie beim letzten Mal. Wisst ihr ja natürlich, wie das gelaufen ist. Zwischendurch natürlich die Handys. Alter, 1200 Erfahrungspunkte. Ich glaube, ich raste komplett aus. Boah, wir brauchen hier gar nicht weg. Wir bleiben einfach hier stehen. Dann gönnen wir uns erst noch mal eine Portion Lokmodule. Weil ja wahrscheinlich keiner welche hat. Okay, Super Sani hat eins gezündet, wunderbar. Also ich hab sie. Bei mir sitzen jetzt wieder 7 neue. 7 neue? Naja. Bei mir sitzen nur Nidoran. Weiblich. Na, dann fangen wir halt so lang Nidoran. Gut, das erste Shiny ist da. Oh mein Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Das erste Shiny ist da. Das erste aufgetaucht mit 337. Wie ihr seht, ist natürlich jetzt auch oben ein Zeichen dran, damit es ein Shiny ist, was ja vorher auch nicht war. Komisch, jetzt stehe ich schon eine halbe Stunde hier rum und bei mir sind einfach keine da. Es kommt immer mal eins, dann kommt mal ein anderes. Und bei den anderen einfach nur, oh, da sind 7 neue aufgetaucht, da sitzen schon wieder 100 Stück. Und bei mir kommt immer so eins und 10 Minuten später eins. Also, keine Ahnung. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem mal, die Kanone zu verlassen, in die Burg einzudringen und wieder auszuscheiden, damit wir dann unten irgendwo rumwuseln. Und da ist es nun endlich auch aufgetaucht, das erste Shiny auf dem großen Account. Der Kleine hat schon 2 bekommen, aber da sitzen ja auch immer so 7 Viecher rum, wenn bei meinem einfach nur 2 sitzen. Keine Ahnung, wieso das so ist. Die Sandra hat wie viel bekommen bis jetzt schon? 3. Und der Bob? 1. Hello darkness, my old friend. Was war das? Sag das nochmal. Nein. Doch, ein was? Shiny! Shiny! Boom, genau! Und hier sind nämlich auch nochmal 2. Gleichzeitig! Frierst du nicht ein bisschen? Boom! Ein bisschen, ich habe meine Wahl an der Kleidung nicht ganz überdacht. Ja, der Bob hat ein dickes Fell, der friert nicht. No, Bob, es ist halt nicht jeder so geil drauf wie du. Siehst du, jetzt muss ich mir schon vorher Texte überlegen, die ich dann sage. Seht ihr, das läuft doch wie geschmiert. Da schon 4, da schon 5, da schon 6. Am besten goldene Beere. Ja. Ich bin geflüchtet. Immer diese Chaoten, die den ganzen Tag nur Schwachsinn reden. Und ich kann nicht den. Ich will einfach nur ein Lokmodul zünden. Ich habe mir vorhin extra so eine Box gekauft. Was? Warum? Das kann nicht sein. Bob, ja? Du bist der hier mit dem meisten Pech. Oh. Was ist passiert, Bruder? Ist bestimmt ich auf meinem Account.
Jetzt abhauen müssen wir. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich glaub's dir erst, wenn ich's sehe. Drück mal drauf, damit es hier seinen Kopf zwirbelt. Gut, damit hat sich's erledigt. Der rüstige Bob hat jetzt auch einen Shiny bekommen. Dann können wir ja jetzt gehen. Hat er gesagt, wenn er eins hat, dann haut er ab. Da steht übrigens noch ein seltenes Pokémon aus Generation 8, was noch nicht released wurde. Es hat sogar Ohren. Ach bitte. Ich wollte doch nur eins. Auf Kamera. Ah, Steine. Steine! Was denn, Bob? Hast du neue Freunde gefunden? Was hat er denn gesagt? Ganz gefährlich. Ja, klar ist der Bob gefährlich. Der isst uns nämlich alle auf. Ach, Bob. Ich würde dich ja gerne in den Arm nehmen, aber ich komme nicht rum. Wir sind einfach vorbeigelaufen. Oh, die Vision Thüringen. Ganz gefährlich. Ja, wo denn? Zeig mal. Oh, weiß ich nicht. Okay, wie viel hast du jetzt? Weiß ich nicht. Sehr schön. Wenn ihr auch nicht wisst, wie viele Shinies ihr habt, schreibt es mal in die Kommentare. Das muss doch nicht sein. Shiny! Guck dich's an. Was machst du denn? Ach, man sieht nichts. Man sieht nur, dass oben 100 Millionen Nachrichten reinkommen. Wir sind ganz mutig, wir verzichten auf Beere. Wir verzichten auch drauf, es zu treffen. Also nehmen wir doch lieber eine Beere. Funkloch, nicht mit mir. Wir trinken Bier, würde der Ismo jetzt bestimmt sagen. Da verstellt immer seine Stimme so komisch und redet so. Nicht ich. Gut, das haben wir auch dabei. Was haben wir hier noch? Nichts. Dann gehen wir weiter. Also ich muss sagen, es läuft natürlich immer besser. Die Christel rastet total aus. Die hat jetzt eins nach dem anderen immer zu weggefangen gehabt. Klein, groß, egal. Aber es ging alle 5 Sekunden. Shiny hier, Shiny da, Shiny tralala. Jetzt haben wir doch schnell das Labras gemacht, was hier rumsaß. Denn das hat uns den Weg versperrt. Da haben wir das noch niedergeprügelt und eingetütet. Und jetzt geht es weiter. Wir haben noch knapp eine Stunde Zeit. Wow, das hat aber jetzt geschaltet. Also wenn ihr mal in Coburg seid, schaut mal bei der Feste vorbei. Esst am Mittag, fangt Pokémon, lauft um die Feste rum, checkt das aktuelle Pokémon-Nest ab, was dort herrscht. Da gab es damals ein Riesensichler-Nest. Was haben die Leute da gefarmt und Bonbons zusammengespart und alles? Nein, kein Shiny. Schnell, die Kamera ist an. Irgendjemand muss noch Shiny rufen, wenn er eins hat. Damit es sich überhaupt lohnt. Nichts. Wenn du es ausmachst, dann habe ich einen. Ja, ist immer so. Kaum mache ich aus, geht's. Shiny! Dann tanzt sie immer auf dem Tisch, auf dem imaginären, weil wir haben ja gar keinen hier, aber trotzdem. Guck mal, wie klein die ist. Die passt in jede Hosentasche. Vielleicht. Ach, da verstecken irgendwelche Leute irgendwelche Sachen und irgendwelche anderen gehen da hin und wühlen da rum und hinterlassen was. Nehmen da was. Geocaching, Geocaching. Naja, ich bin ein Engländer und so. Und ihr seid die Deutschen und ihr ratet anders. Ja, das Geocachen. Nichts. Sind auch schon wieder so viele. So viele was? Na, bei mir sind schon wieder 5. Ach so, ja, nee. Habt ihr gesehen, da war gerade der Undertaker mit Nebelschwarte. Peace an die Wrestling-Fans da draußen. Gibt es nämlich gar keine mehr, glaube ich. Doch, gibt es noch genug. Ja, aber heutzutage kennt man doch eh gar keinen mehr. Außer John Cena. John Cena! Ja! Wenn du jetzt keinen einblendest, dann bin ich echt enttäuscht von dir. Ja, ich werde schon einen finden. Was wirst du finden? John Cena! Okay. Bob! Bob! So,
natürlich jetzt ganz kurz noch, ihr seht, es ist 13.53 Uhr, das läuft ja nur bis 14 Uhr, also müssen wir ganz kurz noch was entwickeln. Das 100er haben wir vorhin schon entwickelt und dann haben wir jetzt alle Shinies, die wir heute gefangen haben und suchen uns mal das höchste, 527, 572, das höchste, was wir heute hatten. Das entwickeln wir jetzt zweimal zu Lorblatt und Megani. Und dann suchen wir uns noch das zweithöchste. Und das zweithöchste entwickeln wir dann nur zu Lorblatt. Sodass wir also von jeder Form, von Indivier natürlich, von Lorblatt, von Megani, einfach jeweils ein Shiny auf der Hand haben. Von Indivier haben wir natürlich dann 1000. Aber die kann man dann jederzeit natürlich noch tauschen gegen andere, die jetzt heute keins bekommen haben oder nur eins oder zwei, aber auch dreimal das ganze Teil haben wollen. Und so eigentlich immer der Ablauf, eigentlich drei Stück braucht man, dass man von jeder Form eins machen kann. So, da ist er jetzt, der kleine Saurier, und freut sich und brüllt und natürlich wieder mit Flora-Statue. 550, also das zweithöchste, entwickeln wir jetzt also auch. Zu Lorblatt, genau, und es kreiselt immer sein Blättchen auf dem Kopf. Und dann sind es immer noch 5 Minuten, die wir einfach noch ein bisschen dann, ja, schauen, was noch kommt. Vielleicht kommt sogar noch ein besseres, aber auf jeden Fall, dass das erstmal sicher im Kasten ist. Die Entwicklungen alle dabei und die restlichen Shinies und ein 100er entwickelt. Und ja, das war also sehr erfolgreich schon mal. Aber wir melden uns dann später bei dem Fazit, wenn alle sagen, was sie alles bekommen haben und wie viel. Es ist also 14 Uhr, wie ihr seht, sind die Spawns wieder weg. Kein Endivier mehr da, aber dafür, was haben wir anderes? Diese komischen Schraubenmuttern sitzen wieder hier rum und dann sitzt alles voll. Da ist noch eins, da ist eins. Aber es tut sich nichts. So, da haben wir ein wildes Fragezeichen taucht auf. Jetzt fangen wir das mal. Das haben wir heute schon mal. Also gestern, wenn ihr das seht, war es gestern. Auf jeden Fall haben wir das schon mal gefangen. Aber mal gucken, vielleicht ist ja beim nächsten Mal irgendwas anders. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Scheint es wohl wieder ein Ditto zu sein. Selbst wenn es ein Ditto ist, nehmen wir das mal mit. Genau. Oh, ein Ditto, weil viele Leute sich beschwert haben, dass sie kein Ditto finden und sie kriegen das überhaupt nicht gebacken, da ein Ditto zu finden. Und da kann ich fünfmal das Gleiche sagen, aber so ist es ja eigentlich nun relativ leicht. Wir müssen natürlich noch die Auswertung machen, aber erstmal gönnen wir uns etwas zum Mittag, wenn man das jetzt sagen kann. Es ist ja schon nach 14 Uhr, aber ist auch das Erste, was wir heute essen. Und hier gibt's Brethering, also Brathering. Weil manche das immer falsch ausgesprochen haben und dachten, das ist Englisch, aber ist es gar nicht. Also wir melden uns gleich beim Essen. Jo mei, das Essen ist bestellt, ne? Und solange wir jetzt warten, bis die Gerichte kommen, machen wir kurz die Auswertung. Auf meinem kleinen Account habe ich 7 Stück bekommen. 7 Shiny, 7 Endivier. Weiter geht es mit Christel. So, und wie viel hast du bekommen? 7 auf den kleinen und auf den anderen 9. 7 und 9. Hey, wieso ist denn ein Despot dabei? Ja, okay. Ist eine andere Sortierung. Und hier haben wir? Jeweils 2. Warum gehst du nur so lang? Jeweils 2, weil es immer noch weit genug weg ist. Guck. So, wie viel hast du bekommen? 8 Stück. Halt's mal noch ein Stück rein. Sehr schön, man erkennt eh nichts. Dann kommt der rustikale Bob und der hat hier auf dem großen 4 Stück auf seinem und 8 auf deinem. Aber neben den kleinen habe ich natürlich auch noch einen großen. Und das ist der und der hat sage und schreibe 14 Shinies bekommen. Da habe ich eins ja schon zu Lorblatt entwickelt und eins zu Megani. Heißt so, auf jeden Fall 14 Stück. Und wir warten jetzt auf das Essen und es war wieder ein sehr glorreicher Tag. Der Bob wollte schon aufgeben zwischendurch, aber er hat doch immer noch 4 Stück bekommen. Als Belohnung darf er sich da hinten auf den Gartenzwerg setzen. Und ja, auf jeden Fall zeigt uns eure Ausbeute, schreibt mal drunter, wie viel ihr gefangen habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten. Angeblich ist es ja Tunnel. Okay, das war's auf jeden Fall. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Nicht so schön. So schöne Kamerafahrten machen.
7 Shiny, 7 Endivie. Weiter geht es mit Christel. Oh, ich hab so zu viel bekommen. Okay, und du hast? Ja, ich hab so zu viel. Ich glaube, du denkst ein bisschen bescheuert.